Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Mietwagen-Tape 2 Bundle von Celo und Abdi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mietwagen-Tape 2 von Celo und Abdi, das Ganze am 8. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das fünfte Album von Celo und Abdi. Die Box, die es zu diesem Album gab, das war diese hier. Die habe ich euch ja bereits vorgestellt, den riesigen Schuhkarton. Und das Ganze gab es darüber hinaus auch noch als Bundle. Und zwar besteht dieses Bundle hier aus Shirt und Album. Es gab zwei verschiedene Varianten von Bundles, und zwar ursprünglich war das Bundle hier so gestaltet: Wir hatten das Shirt, das Album und die Cap dazu, aber nachdem es die Cap sowieso auch schon in der Box dazu gab, habe ich mich dann erst nicht dafür entschieden, das Bundle auch noch zu holen, weil einfach die Cap dann doppelt gewesen wäre und wirklich nur das Shirt neu gewesen wäre. Allerdings war dann irgendwie das reguläre Bundle mit Cap ausverkauft und dann hat man sich entschieden, das Ganze nochmal so aufzusetzen, also nur das Shirt und das Album ohne die Cap, und das habe ich dann geholt. Ja, also wir haben hier das Bundle bestehend aus zwei Inhalten, einmal dem Album an sich, Mietwagen Tape 2, und zum zweiten haben wir hier das Shirt. Das werden wir mal aus der Folie holen. So, dann schauen wir als erstes natürlich wie immer das Album an. Das ist dieses hier. Mietwagen Tape 2 von Celo und Abdi. Hier unten lesen wir es. Oben 385i. Und links Verbraucherhinweis auf Englisch. Und in der Mitte haben wir die beiden Herrschaften. Links Abdi, rechts Celo. Hier mit einem Porsche. Und hier wird uns stolz ein deutscher Pass präsentiert. Super Jewelcase. Auf der Seite blank. Und auf der Rückseite nochmal der Porsche besser zu sehen, die zwei Herrschaften hier und die Tracklist. 23 Tracks an der Zahl, Features von Hannibal, Olexesh, Azad, Reezy, Nemo und vielen weiteren. Bones ist auch noch mit dabei. Barcode, beteiligte Labels, okay. Dann schauen wir mal rein. So sieht das hier von innen aus. Als erstes schauen wir ins Booklet. Na, so. Jawohl, also das Foto hier mit dem Porsche nochmal, dann die einzelnen Tracks inklusive der Info, wer wurde gefeatured und wer hat produziert. Erste Teil ist ja schon lange, lange her, 2011 damals, das Mixtape, Mietwagen-Tape. Damit sind die ja erst richtig so bekannt geworden, beziehungsweise haben dann mehrere Leute dann auch wirklich von den beiden gehört. So, weiter geht's. Fotos. So, dann einmal das Umgedrehte. Also hier ist dann Celo unscharf und Abdi hier im Fokus. Und zum Abschluss noch die Credits zum Album. Gut, also wichtigsten Infos haben wir hier im Booklet mit dabei. Dann haben wir hier die Album-CD. Die sieht so aus, in Silber, Schwarz und Weiß. Was lesen wir hier noch? 56 MB, 52 Speed, 74 Minuten. 74 Minuten, das ist echt eine Ansage. Gerade in der heutigen Zeit. Aber sind ja auch jede Menge Tracks. Also wir haben hier 23 Anspielstationen. Das ist eine Menge. So, und dann haben wir hier das Shirt, das gab es ja in der Box nicht, das gab es wirklich nur im Bundle. So, das Shirt kommt hier in Schwarz, dann lesen wir hier oben in so einem, ja, Violett-Lila, Celo und Abdi. Dann haben wir wieder die zwei Herrschaften hier mit dem Porsche. Abdi präsentiert auch hier wieder den deutschen Pass. Celo, ja, entspannt, die Hände in der Jackentasche. Und im Hintergrund haben wir hier die Skyline, die Frankfurter Skyline. Und jede Menge Blitze, also heftiges Gewitter. Und hier ist auch noch in die Skyline das 385i mit eingearbeitet.
in die Bankentürme. Und auf der Rückseite haben wir das Ganze so wie eine Art Tour gestaltet. Also wir haben hier oben 385i MWT, also Mietwagentape, European Tour Established 2010. Und dann, als wäre es hier so eine Inhaltsangabe, so mit Gramm, Kilo etc. Allerdings, ja, sind das so wie Tourdaten hier. Also wir lesen hier die Städte Frankfurt, Köln, Eindhoven, Antwerpen, Amsterdam, Hamburg, Berlin, Katowice, Vienna, freut mich besonders, dass meine Stadt auch dabei ist, München, St. Gallen, Zürich und Stuttgart. Und zum Abschluss nochmal das Logo von Celo und Abdi. Also halb Bosnien, halb Marokko, die Lilie und das Pentagramm. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie dieses Shirt getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem riesigen lilanen Schriftzug hier, Celo und Abdi im Brustbereich. Und dann zieht sich hier die Skyline hier runter bis zu den beiden Herrschaften hier mit ihrem Porsche. Und ansonsten eben komplett in schwarz gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Was ich vorhin unterschlagen habe, waren Infos zu dem Shirt. Und zwar haben wir hier ein Gildan Heavy Cotton in der Größe M, made in Haiti. Grüße gehen raus. Und 100% Baumwolle. Ja, zur Größe, man konnte das Ganze frei auswählen. Also man konnte, ich glaube, von S bis XXL oder 3XL sogar sich das Shirt entsprechend aussuchen. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Jawohl, also in dem Bundle haben wir das Shirt, Größe variabel und natürlich das Album an sich, Mietwagen Tape 2 im Super Jewel Case. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Mietwagen Tape 2 von Celo und Abdi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Celo und Abdi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.